Wir betrachten heute nochmal die Berechnung von Nullstellen. Wir haben aber ganz rationale Funktion dritten Grades, und zwar ganz rationale Funktion dritten Grades ohne ein absolutes Glied. Generell gilt für die Berechnung von Nullstellen, dass wir f von xn gleich 0 setzen. Wir betrachten folgendes Beispiel: f von x gleich x hoch 3 minus 2x Quadrat minus 3x. Die Bedingung f von xn gleich 0, und daraus folgt xn hoch 3 minus 2xn Quadrat minus 3xn gleich 0. Hier kann man oder muss man sogar das xn ausklammern. Dann haben wir xn mal xn Quadrat minus 2xn minus 3 gleich 0. Damit haben wir hier ein Produkt. Und ein Produkt ist ja genau dann 0, wenn einer der Faktoren gleich 0 ist. Hier gilt der sogenannte Nullstellensatz. Also ist der erste Wert xn1 gleich 0. Und der zweite, oder der zweite, da muss ich dann diese quadratische Gleichung gleich 0 setzen. Und die lösen wir wieder mit Hilfe der BQ-Formel. x1, x2 gleich minus b halbe plus minus Wurzel aus minus b halbe zum Quadrat minus q. P ist minus 2, q ist minus 3. Also ergibt sich 1 plus minus 1 Quadrat plus 3. Damit haben wir 1 plus Wurzel aus 4 ist ja 2. Also ergibt sich der erste Wert mit 3. Und der zweite wäre 1 minus 2 ist minus 1. Nun kann man die Nullstellen so angeben. N1 hätte dann die Koordinaten 0, 0. N2 die Koordinaten 3 und 0. Und N3 die Koordinaten minus 1 und 0. Nun haben wir noch ein zweites Beispiel, bei dem wir Koeffizienten am ersten Glied haben. Also hier, f von x gleich 3x hoch 3 minus 9x Quadrat minus 6. Wieder die Bedingung f von x n gleich 0. Daraus folgt 3xn hoch 3 minus 9xn Quadrat minus 6xn gleich 0. Und hier muss ich jetzt immer durch den Wert dividieren, der am ersten Glied vorhanden ist, also der Koeffizient lautet 3. Division durch 3 liefert xn hoch 3 minus 3 mal xn Quadrat und minus 2xn gleich 0. Auch hier klammern wir wieder xn aus. Dann ergibt sich xn mal xn Quadrat minus 3xn minus 2 gleich 0. Damit ist der erste Wert wieder 0 aufgrund des Nullstellensatzes. Und den zweiten und dritten erhalten wir, indem wir die quadratische Gleichung hier lösen. Xn Quadrat minus 3xn minus 2 gleich 0. Dann ergibt sich diesmal xn 2, 3. Die Hälfte von 3 wäre 3 halbe oder 1,5. Plus minus Wurzel aus 1,5 zum Quadrat plus 2. 1,5 zum Quadrat ist aber 2,25. Wurzel, da muss ich die Wurzel aus 4,25 bilden. Und die Wurzel aus 4,25 wäre wohl 3,06. Damit ergibt sich der Wert für xn2 gleich 3,56. Und der Wert für x3 mit 0,56. Wieder Angabe der Nullstellen. N1 mit den Koordinaten 0, 0. N2 mit den Koordinaten 3,56. Eigentlich ist es angenähert, weil der Wert aus, weil die Wurzel aus 4,25 nicht genau 3,06 ist. Ja, und N3 haben wir dann 0,560. Das sind die Nullstellen, und aufgrund der Nullstellen kann man dann schon ein wenig zu
zum Graphen übergeben, wenn man dann vielleicht noch die Extrema bestimmt, aber das dauert noch ein bisschen. Bisher ja.